Hallo zurück bei einem weiteren, ja, Throwback Thursday kann man heute eigentlich sagen. Ich habe für euch Hani und Nani erstellt. Letztes Mal gab es das Playmobil-Puppenhaus und jetzt diese beiden Kindheitsheldinnen. Ich habe früher die Hörspiele total gern gehört und die Bücher auch gern gelesen. Und ich dachte, warum sollte ich die zwei nicht mal erstellen? Ich habe mich dabei an den ja, Kassettencovern eigentlich orientiert. Also nicht an dem super modernen Kinderfilm mit den zwei blonden Mädchen, weil das sind für mich nicht Hani und Nani, sondern die müssen braune Haare haben. Okay, also auf jeden Fall habe ich angefangen, mich nach den Bildern richtend das Gesicht zu modifizieren und das ist mir nicht sehr leicht gefallen. Ihr habt ja vielleicht schon andere Create-a-Sim-Videos von mir gesehen und das ist auch wirklich nicht so leicht. Vor allem, ich glaube, man muss eigentlich mutiger sein, wenn man Sims nach Vorlage erstellt, weil man dann doch vorsichtig ist mit den Einstellungen und man muss viel mehr in die Extreme gehen, um dann diese Ähnlichkeiten auch zu erzielen. Aber gut, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Endergebnis und hoffe, ihr erkennt die beiden auch oder ja, freut euch, dass es die beiden jetzt gibt. Ich habe ja in der Galerie auch schon einmal Pippi Langstrumpf und ihren Vater und ja, ein, zwei, drei zugehörige Charaktere erstellt. Da habe ich aber kein Video von gemacht. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, ob ich die zwei jetzt hier auch in die Galerie hochladen soll oder lieber nicht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, dann kann ich das gerne machen für euch, wenn ihr das möchtet. Ich weiß nicht, ich finde diese Kindheitscharaktere oder generell das ja Nacherstellen von beliebten Seriencharakteren gefällt mir echt gut. Ich kann es halt leider nur nicht so gut, aber man kommt ja doch dann immer zu dem Ergebnis, was dann der eigenen Vorstellung auch irgendwie entspricht. Auch wenn man es nicht 100% nach dem Vorbild schafft. Aber es ist dann immer am Ende so eine Mischung aus dem Original und dem, was man sich da vorstellt. Ich fand diese Frisur perfekt passend. Also, ich hätte mir keine bessere Frisur wünschen können, weil die beiden ja schon so ein bisschen lockigere Haare haben und dann aber öfter auch mit einem Pferdeschwanz rumlaufen. Was noch besser gewesen wäre, wäre so ein halber Zopf. Wisst ihr, wo man so an der oberen Kopfhälfte sich einen Zopf macht und die unteren Haare aber weiter raushängen. Aber den Pferdeschwanz, den ich der ersten der beiden da gegeben habe, den fand ich sehr gut. Also da habe ich mich sehr gefreut, den gefunden zu haben. Dann habe ich einen Zwilling erstellt, wie ihr eben gesehen habt, und ich war mir dann aber nicht sicher, ob die sich wirklich identisch ähnlich sehen. Also, falls ihr das wisst, dann könnt ihr das mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Diese so eine Frisur, genau. Wäre auch gut gewesen, aber die hat dann irgendwie nicht so viel Struktur und Lebendigkeit gehabt. Deswegen haben die beide einfach den Pferdeschwanz bekommen. Den fand ich super. Ich noch ein bisschen rumprobiert, aber ich habe mich dann doch für den ersten entschieden. Bei beiden. Die haben die gleichen bekommen. Ich habe die dann unterschiedlich gemacht in der Hinsicht, dass ich dann die Kleidung ein bisschen unterschiedlich eingefärbt habe. Und ich glaube auch, bei dem Party-Outfit habe ich den beiden sogar unterschiedliche Kleider gegeben. Ansonsten habe ich das ähnlich gemacht. Ach so, dann habe ich, glaube ich, was habe ich dann gemacht? Ach so, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal am Gesicht rummodelliert habe. Ich glaube schon. Oder schon nach den Eigenschaften gesucht habe. Aber nee, da habe ich dann verglichen, genau. Das war dieses Hin und Her, weil ich dann nicht sicher war, ob die sich wirklich identisch ähnlich sehen und ich konnte es nicht identifizieren, ob das der Fall ist oder nicht. Ich fand, sie sah irgendwie so ein bisschen schmaler noch aus oder also irgendwas war anders und ich konnte es halt nicht so richtig identifizieren und habe dann versucht, das so ein bisschen noch zu modellieren und dann dachte ich, naja gut, auch eineiige Zwillinge sehen sich ja nicht immer komplett tausendprozentig ähnlich. Da gibt es ja dann doch minimale Unterschiede. Dann habe ich, als ich die dann benannt hatte, mich nochmal informiert nach den Merkmalen. Weil das ist natürlich auch jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich die Kassetten immer gehört habe. Und da wusste ich dann nicht mehr, welche jetzt so welche Eigenschaften besitzt. Habe dann aber herausgefunden, dass Hani
diejenige ist, die ein bisschen aktiver ist. Und habt ihr dann aber das Kreativbestreben gegeben? Sie sind beide Teenager übrigens, falls euch das gefragt hat. Sie ist romantisch, was? Nee, ich weiß es nicht. Eigentlich ist sie, glaube ich, sportlich. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt erstmal. Ah nee, genau, das ist Hani. Sie ist sportlich und hat dieses, ist so ein bisschen offener und hat deshalb das gesellschaftliche Merkmal oder Bestreben. Ich weiß jetzt nicht genau, welches das ist, Freund der Welt oder so. Und ist gesellig. Und Nani ist dann doch diejenige, die so ein bisschen kreativer ist, ein bisschen zurückgezogener in sich, gekehrter und genau, das muss ich dann aber nochmal nachgucken und nachforschen, wie das verteilt ist, wer da wer ist von beiden. Und dann habe ich die Klamotten auch angepasst. Ich habe den beiden so ein T-Shirt gegeben. Die eine eben ein bisschen femininere Farbe, die andere ein bisschen neutralere Farbe. Und dann bei den schicken Klamotten wollte ich dann beiden eine Schuluniform verpassen, weil sie ja auf dieses Super-Elite-Gymnasium gehen. Auf diese Super-Elite-Schule. Auf ihr Internat. Und da haben die garantiert eine Schuluniform. Es spielt ja sogar eigentlich auch in England. Oder also in Großbritannien, weil es ja von Enid Blyton geschrieben wurde. Und genau, das fand ich dann eigentlich auch ganz nett. Sie hat dann sogar, ach ja, guck mal, sie haben verschiedene Jacken, stimmt das? Habe ich denen jetzt echt verschiedene Jacken gegeben? Ja, guck mal. Sie haben verschiedene Jackets bekommen. Die eine ein bisschen feminineres. Vielleicht habe ich es auch noch geändert. Ich weiß es gar nicht. Ist mir beim Schneiden überhaupt nicht aufgefallen. Nee, guck, da habe ich es noch angepasst. Okay. Weil die Schuluniform ist ja doch schließlich vorgegeben für alle. Und da zieht man ja sicherlich das Gleiche an. Dann für Hani auch so ein bisschen dunkleres Sportoutfit. Einfach, sie ist einfach ein bisschen, ja, weiß nicht, aussagekräftiger. Und Hani dann doch ein bisschen dezenter bei allem. Dann, ja, genau, auch noch Söckchen und beim Schlafoutfit, keine Ahnung, habe ich dann auch. Also ich habe das so ein bisschen durchgezogen, dass Hani eben so weiblichere oder femininere Sachen bekommen hat, so die niedliche Optik und Hani dann doch eher so ein bisschen Forscher rüberkommt. Obwohl sie ja doch auch gleich aussehen. Und ich habe dann, meine ich, beim Party-Outfit, was jetzt als nächstes kommt, beiden sogar verschiedene Kleider gegeben. Weil dann auch wieder Hani das sportlichere bekommen hat und Nani das etwas femininere. Und wahrscheinlich auch in rosa sogar. Ja, erzählt mir mal, ob ihr auch die Hani und Nani Bücher gelesen habt und ob ihr die Kassetten gehört habt, wie ihr das so fandet oder ob ihr vielleicht, gab es nicht sogar eine Serie, eine Fernsehserie? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oder ob ihr jetzt die moderneren Filme gesehen habt, die vielleicht auch ganz toll findet und deshalb die beiden vielleicht nicht unbedingt wiedererkennt. Genau, da hat sie jetzt das sportlichere Kleid bekommen von beiden. Mit diesen Streifen, das fand ich dann so ein bisschen nicht ganz so elegant wie ihre Schwester. Aber das ist dann, ja, weil, oder habe ich das dann beiden gegeben mit verschiedenen Farben? Das ist jetzt wieder Nani. Keine Ahnung, ihr werdet es gleich sehen. Ich habe nochmal alle Outfits etwas langsamer durchgeskippt. Da werdet ihr es dann sicherlich nochmal sehen. Ich hoffe, das kleine Video hier gefällt euch. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder schreibt gerne einen Kommentar in die Kommentare. Dann würde ich mich sehr darüber freuen, über euer Feedback und was ihr so zu erzählen habt, was so eure Kindheitsfavoriten waren vielleicht. Und da kommt jetzt das Skippen durch die Outfits. Und dann war's das auch gleich schon wieder. So, da sind wir dann durch. Und dann kriegen beide noch einen Fashion-Gang und ein paar mehr Muskeln. Und wahrscheinlich auch noch eine Stimme. Aber das war's dann jetzt für heute von mir. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Habt noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal.